bin ein großer Fan, wenn es darum geht, Äpfel zu verbacken. Ganz egal, ob in Kuchen, Torte, Gebäck. Äpfel schmecken einfach für mich großartig, wenn sie verbacken wurden. Und da ich euch schon einige Rezepte für Apfeltaschen auf meinem Kanal verraten habe, folgen heute Blitzapfelringe. Da braucht ihr nur zwei Zutaten für, könnt aber auf eine dritte erweitern, wie Zimt. Und sie sind wirklich schnell gemacht, ganz einfach im Handling und super lecker und super saftig. Wenn ihr gespannt seid, wie man sie zubereitet, bleibt doch jetzt dran und viel Freude beim Videoschauen. Unsere erste Zutat ist der Apfel. Wie sollte es auch anders sein? Ihr könnt sehen, meiner ist wirklich schön groß und auch recht schwer. Ihr könntet natürlich auch kleinere Äpfel verwenden, dann bräuchtet ihr vielleicht zwei für das ganze Rezept, damit es sich mit dem Teig gut ausgeht. Wichtig ist, der Apfel wird als erstes gewaschen, kurz abgetrocknet, das habe ich schon gemacht. Und dann könnt ihr natürlich entscheiden, möchtet ihr ihn schälen. Ich lasse die Schale bei Äpfel recht gerne dran, auch wenn ich sie verbacke, denn erstens bin ich ein bisschen zu faul zum Schälen und zweitens sage ich mir immer, in der Schale sind auch Vitamine. Natürlich gehen welche durch das Erhitzen und Backen verloren, aber ich bilde mir immer noch ein, dass noch ein paar vorhanden sind. Unser Apfel muss nun durchlöchert werden und wir müssen das Kerngehäuse entfernen. Dafür gibt es einige Möglichkeiten. Variante 1 wäre mit so einem Kerngehäuse aus Stecher. Finde ich aber immer relativ mühsam, zumal wir hier nur einen sehr kleinen Radius haben. Ich mache es aber anders. Ich nehme mir so einen Kreis aus Stecher. Den kann man auch nehmen, um Donutlöcher auszustechen oder für Kekse. Ihr könnt auch sehen, der Kreis ist um einiges größer vom Radius als dieser Kernausstecher. Vergleicht das aber mit euren Apfeln, dass ihr nicht zu ein großes Loch habt, sondern dass ihr wirklich auch noch ein bisschen Fruchtfleisch habt. Jetzt denkt ihr euch, okay, aber wenn sie das Teil so durchhaut, dann wird es auch nicht so einfach gehen. Deswegen machen wir es ganz einfach und anders. Wir schneiden jetzt schon unsere Scheiben vor. Ihr könnt sehen, ich wähle hier ungefähr 1 cm große Scheiben. Muss aber natürlich aufpassen, dass ich den Apfel ein bisschen drehe. Dann kann auch ein bisschen eine größere Scheibe entstehen. Ich schaue dann immer, dass ich wieder meinen Anfangsschnitt treffe. Und dann kann man vorsichtig durch den Apfel schneiden. Die Mitte des Apfels können wir sehr gut festmachen anhand unseres Kerngehäuses, weil man sieht noch Stiel und Kerne. Hier setzt ihr jetzt euren Ausstecher an. Versucht ihn so gut mittig zu halten wie möglich. Steckt ihn in euren Apfel. Schiebt ihn vorsichtig an der anderen Seite raus. Ich kann ihn nun nicht durchschieben, weil ich hier einen Rand habe. Deshalb schiebe ich ihn zurück, ganz vorsichtig. Habe jetzt mein Loch und kann das Stück vom Kerngehäuse entfernen. Das kommt auf die Seite, könnte ich hier noch ein bisschen abknabbern und dann kann es schon entsorgt werden. Übrigens, Fun Fact, mein Mann isst sogar Äpfel mit Kerngehäuse. Würde mich mal interessieren, wer von euch das auch so handhabt. Ich bin ehrlich zu euch, ich kann das Kerngehäuse einfach nicht mitessen. Es ist für mich ein ganz komisches Mundgefühl, deshalb kommt das bei mir weg. Hier haben wir ein kleines Loch und müssen dieses auch noch ein bisschen vergrößern. Ich glaube, ihr konntet sehr gut sehen, wie wir den Apfel in Scheiben bekommen und ein Loch in die Mitte reinbekommen. Nun mache ich das natürlich noch mit dem restlichen Apfelstück auch so. Fertig sind meine 7 Apfelringe. Ich finde, die Anzahl aus einem Apfel rauszubekommen ist eigentlich recht gut. Und beim kreativen Löcher reinstanzen in die Apfelscheiben ist mir noch eine Idee gekommen, was ihr mit diesen Endstückchen oder Reststückchen machen könnt. Vorhin habe ich ja schon erwähnt, dass Abknabbern sehr gut geht. Wenn ihr das aber nicht machen möchtet, könnt ihr sie in einen Topf geben, etwas Wasser hinzu, das Ganze sanft zum Köcheln bringen, dann den Herd ausschalten, noch einen Beutel eures Lieblingstees reingeben, egal ob Früchte oder Gewürztee. Und dann das Ganze 5 Minuten ziehen lassen, den Tee genießen und ihr habt wirklich diese Apfelstückchen perfekt verwendet. Ich werde das nämlich gleich so machen, dass ich mir einen Tee koche und dachte mir, dann kommen die Apfelstücke doch perfekt zur Geltung in dem Tee. Unsere vorgestanzten Apfelstücke gehen wir kurz an die Seite und nehmen uns unseren Blätterteig. Wie ihr sehen könnt, habe ich meinen Blätterteig nicht liebevoll handgekneten selbst gemacht, sondern ich habe ihn gekauft, was zwei Gründe hat. Veganen Blätterteig und glutenfreien Blätterteig zusammen selbst zu machen, ist wirklich immer viel Arbeit, kann viel schief gehen und dauert sehr viel Zeit.
Natürlich könnt ihr selbstgemachten Blätterteig verwenden. Befürworte ich total, wenn ihr sagt, ihr möchtet den Teig selber machen. Ich finde allerdings, für ein Blitzrezept kann man ruhig fertigen Teig nehmen. Der hat heutzutage schon eine gute Qualität, wenn man ihn kauft. Und es geht wirklich einfach viel schneller. Ihr fragt euch sicherlich, wie bekommen wir jetzt aber den Apfel mit dem Teig zusammen? Wir können ihn natürlich hinlegen, umschneiden, mit Sojamilch festkleben. Aber das machen wir nicht. Wir schneiden erstmal unseren Teig in Streifen. Ihr könnt euch entscheiden, schneidet ihr senkrechte oder waagerechte Streifen. Das entscheidet ihr ganz einfach nach Belieben, wie ihr gerne mit eurem Teig arbeiten möchtet. Möchtet ihr einen längeren Streifen oder einen kürzeren? Aber natürlich könnt ihr sie auch erstmal lang schneiden und dann später noch halbieren. Das geht natürlich auch. Ich schaue, dass mein Teigstreifen eine Breite von 3 bis 5 cm hat, je nachdem, wie ich damit arbeiten möchte. Ihr könnt natürlich auch gleich ganz dicke Streifen verwenden, ist aber dann ein bisschen schwerer. Ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Den ersten Streifen könnt ihr schon mal vorsichtig versuchen zu lösen. Und dann kurz das Ganze einmal an die Seite packen. Wir können nämlich unsere Äpfelringe jetzt noch vor dem Einwickeln würzen. Und zwar mit Zimt, Tonkabohne, Lebkuchengewürz. Was immer ihr gerne möchtet, ich streue einfach ein bisschen Zimt drauf. Dafür nehme ich mir meinen Apfelring, öffne mein Zimt und streue etwas drauf. Das war's auch schon. Ihr könnt natürlich beide Seiten würzen. Allerdings ist mein Zimt so kräftig, da reicht auch ein bisschen was auf einer Seite. Jetzt kommt die spaßigste Arbeit. Wir nehmen uns unseren Teigstreifen. Euer Teigstück wird jetzt um den Apfelring herumgewickelt. Ganz wichtig, fangt in der Mitte an, dann über den Apfelring legen, wieder durch die Mitte durch und so weiter. Ein Teigstreifen ging sich natürlich nicht ganz aus. Je nachdem, wie eng ihr auch wickelt und wie breit ihr sie geschnitten habt. Habt ihr noch ein paar Lücken, könnt ihr diese auch ein bisschen zuschließen. Dann nehmt ihr euch wieder einen Teigstreifen und wickelt munter weiter. Wieder in die Mitte legen, bisschen festdrücken und dann geht es auch schon weiter. Das Mittelteil durch die Lochmitte ziehen, wieder um das Apfelstück legen, dann wieder zur Mitte, durch das Loch fädeln. Und so weiter und so fort. Einmal kontrollieren, ob euer Ring wirklich gut geschlossen ist, ob ihr keine Lücke mehr oder keine Rille mehr habt. Kurz in der Mitte alles festdrücken. Ihr könnt jetzt auch schon sehen, das Loch in der Mitte ist wesentlich kleiner. Wenn ihr im Vorhinein ein zu kleines Loch wählt, kann es sogar sein, dass es jetzt komplett verschlossen ist oder ihr irgendwann den Teig nicht mehr durchbekommt. Gebt den ersten Apfelteigring an die Seite und fahrt mit den anderen sofort, wie eben gesehen. Eine Packung Blätterteig reicht übrigens für 4 recht große Apfelringe. Also ihr könnt sehen, die sind wirklich riesig. Die sind ja handgroß und nicht nur so klein. Wenn ihr kleinere Apfelringe habt, reicht so eine Packung für 8 Apfelringe. Oder ihr nehmt euch einfach noch eine zweite Packung dazu, um dann die restlichen Apfelringe zu umwickeln. Schaltet schon mal den Ofen auf 180 Grad ein und lasst ihn vorheizen. Wenn ihr eine Heißluftfritteuse verwendet, braucht ihr sie nicht unbedingt vorheizen, je nach Hersteller. Wir könnten die Apfelringe jetzt so ausbacken, wie sie sind. Ich gebe allerdings eine kleine Menge Mandelmilch obendrauf, einfach weil ich finde, dass dann die Backfarbe viel schöner wird. Falls ihr euch fragen solltet, warum ich erstmal nur 4 Apfelringe fertig mache und nicht auch die restlichen, das hat einfach den Grund, dass ich sie in der Heißluftfritteuse ausbacke und in meine Heißluftfritteuse passen nur 4 Apfelringe rein. Meine anderen Apfelringe werde ich dann erst fertigstellen, wenn diese aus der Heißluftfritteuse rauskommen. Im Ofen habt ihr natürlich mehr Platz, da könnt ihr gleich alle fertig machen. Würden meine Ringe jetzt in den Ofen kommen, würde ich sie, wenn er komplett vorgeheizt ist, für 9 bis 12 Minuten reingeben. Meine Heißluftfritteuse stelle ich auf 170, 175 Grad ein und dort kommen die Apfelringe für 8 bis 10 Minuten rein. Wichtig ist, ihr solltet sehen, dass der Teig aufgeht, gebacken wird, aber nicht, dass er dunkel wird oder zu hart erscheint. Ich zeige euch gleich mal, wie die Apfelringe aussehen sollten. Fertig ausgebacken sollten eure Apfelringe so aussehen. Schön goldbraun, aber auch blätterig und nicht zu fest. Ich muss jetzt meine anderen noch schnell ausbacken. Sollten sie noch nicht so aussehen, könnt ihr natürlich die Backzeit verlängern. Je nach Ofen, Heißluftfritteuse kann das variieren. Deshalb dann einfach noch 1-2 Minuten dranhängen. Ihr könnt dann aber auch schon den Ofen ausschalten, die Restwärme reicht aus.
und dann eure schönen Apfelringe aus dem Ofen oder aus der Heißluftfritteuse nehmen. Fertig ist das Ganze. Die Apfelringe schmecken warm oder kalt und wenn ihr möchtet, könnt ihr sie gerne auch noch mit Staubzucker oder Stauberitit bestäuben. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, außer euch einen guten Appetit zu wünschen. Lasst sie euch schmecken und ich freue mich natürlich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Bis dann, tschüss!